Das Promi-Geflüster wieder mit einer ESC-Ausgabe. Und heute ein Duo. Ein Duo, was auch beim Vorentscheid, beim Eurovision Song Contest Vorentscheid für Deutschland mit an Start geht. Sie nennen sich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Male and Jonas oder und Jonas. Und dazu sagen wir hallo und herzlich willkommen, die beiden. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, es ist einfach Mile. Mile, okay. Einfacher als man denkt. Alles klar. Ja, gut, ich sag mal, mit dem A, E und die Punktchen obendrauf, da tun sich vielleicht manche schon ein bisschen schwer. Ne? Also ganz einfach Mile. Alles klar. Ja. Mile und Jonas, ihr wollt den ESC rocken, oder wie muss man sich vorstellen? Wie ging's los? Natürlich wollen wir das. Also wir sind schon beide sind wir lange Fans vom ESC. Es ist immer so ein Event, wo man mit der Familie nochmal zusammenkommt. Wir kommen ja auch beide aus musikalischen Haushalten, würde ich jetzt mal sagen. Und ist jetzt relativ spontan gekommen. Wir wurden von der Produktionsfirma bzw. der Musikredaktion gefragt dieses Jahr, ob wir nicht unser Glück mal versuchen wollen. Und da dachten wir uns, ja, komm, let's go, einfach mal versuchen, kann ja nicht schaden und hat dann irgendwie gut geklappt. Jetzt sind wir Vorentscheid. Und das wäre natürlich das Unfassbarste, Deutschland repräsentieren zu können, weil man halt seit 6 Jahren da vorm Fernseher jedes Jahr sitzt und sich denkt, oh, das sind aber große Bühnen. Ja, da geht schon was ab beim Finale, das muss man sagen. Ich meine, wer euch ja kennt, ihr wart ja beim The Voice dabei, ne? Und da hat natürlich die Bühne auch gerockt und auch das Publikum. Und sowas wünscht man sich natürlich jetzt dann auch beim ESC dann hoffentlich, ne? Oder? Ja, total. Ja, ganz sicher. Ja, klar, das war jetzt natürlich schon, kann man sagen, schon so ein bisschen Vorgeschmack geschnuppert, so ungefähr. Und klar ist natürlich das alles nochmal bedeutend größer, nehme ich mal an, wenn da ganz Europa natürlich auch zuschaut. Ne? Ja, also wir haben immer so diese Regel, also generell, das hat der Jonas mir mal gesagt, und zwar, ab 100.000 Menschen, die zuschauen, kann der Kopf das gar nicht mehr so greifen, wenn es mehr wird. Und deswegen, ja, wir denken, wir sind ganz gut vorbereitet mit so der The Voice-Zeit, dann auch noch beim ESC-Vorentscheid. Sollten wir denn dann weiterkommen? Weil ich glaube, man kann einfach nicht begreifen, wie viel 180 Millionen ist. Also, das ist schon Wahnsinn. Definitiv, definitiv. Und das Ganze jetzt natürlich zwar ein bisschen, glaube ich, noch unter anderen Bedingungen eventuell, man weiß es nicht, wie es tatsächlich noch ausgelastet ist. Also letztes Jahr war es ja wirklich für die Teilnehmer, denke ich mal, schon ein bisschen, komisches Gefühl, ne? Definitiv. Ja, also in der Presseinfo steht drin, ihr kennt euch schon gefühlt 15 Jahre oder noch mehr, oder? Vom Kindergarten kann man sagen, oder? Ja, wir haben uns beim Gitarrenunterricht, sage ich mal, das erste Mal gesehen. Ja. Der Jonas ist ja dann schon ein wenig jünger als ich. Wir haben ja so ein 5-Jahres-Gap zwischeneinander. Und aber das war eher zufällig, weil der Jonas hatte nach mir Gitarrenunterricht und ich habe immer seine Stunden geklaut, indem ich mit dem Lehrer gequatscht habe. Heißt, am Anfang war der Jonas, glaube ich, nicht so gut auf mich zu sprechen. Aber dann, oder? Jonas, jetzt bist du dran. Genau, also dann irgendwann bin ich halt ins Bandprojekt gekommen, was mein Vater geleitet hat, die Musikschulband, also mit Schülern. Und da war der Mael und hat Bass gespielt und da bin ich mit 12, 13 irgendwie reingekommen als Gitarrist. Dann die ersten 2 Jahre noch super schüchtern, vielleicht auch 3 und dann über eine gewisse Zeit hat man dann gemerkt, oh, man mag die gleiche Musik, oh, man ist irgendwie der Einzige, wir sind die Einzigen, die so wirklich dran glauben, dass das was Größeres werden kann. Und dann haben wir auch angefangen, irgendwie zusammen zu singen und irgendwie bemerkt, oh, Stimmen klingen auch zusammen gar nicht so schlecht. Und seitdem sind wir ein Duo. Wann kamen dann die ersten Auftritte? Tatsächlich muss man sagen, seit wir zusammen schreiben und zusammen Musik machen, also den ersten Song, den wir zusammen released haben, der war Ende 2019 und direkt dann kam Corona
Heißt, also 2020 hatten wir, war halt eher so tote Hose, ne? Weil halt eben alles runtergefahren war. Dann haben wir, da hatten wir halt die The Voice-Zeit. Das hatten wir eigentlich ganz gut genutzt. Und dann 2021 haben wir jedes Konzert genommen, was wir nur kriegen konnten. Und jetzt kommen die richtig geile Tour und Konzerte kommt dieses Jahr. Okay. Nach dem Yes. ESC-Vorentscheid und nach dem ESC eventuell. Genau. Genau. Also 2022 ist euer Jahr, kann man sagen, oder? Hoffentlich. Wir hoffen natürlich drauf. Hoffentlich. Also das Coole ist so ein bisschen, es gibt unfassbar viele erste Male, sage ich mal. So vor einer Woche waren wir das erste Mal in den Top 100 Radio Airplay Charts. Wir haben die erste Tour angekündigt. Merch kommt jetzt das erste Mal. Wir versuchen es hoffentlich das erste Mal nur beim ESC-Vorentscheid. Nee, aber es ist einfach eine unfassbare Zeit, unfassbare Entwicklung hier und darauf haben wir mega Bock. Das wird richtig cool, egal was passiert. Steht jetzt auch drinnen in der Pressemeldung, Jonas möchte gerne mit Musik voll durchstarten nach der Schule, also nichts anderes kommt da in Frage. Jetzt bei Mile, da Genau. ist doch schon eher ein bisschen ein anständiger Beruf, der noch im Hintergrund kommt. Lehrer ist da angedacht, oder? Ja, also man braucht ja immer so eine zweite Möglichkeit, Option, um sich ein bisschen abzusichern. Und ich sage aber mal so, ich bin halt immer noch in meinem Studium und es würde noch ein bisschen dauern. Jetzt habe ich erstmal alles so auf Eis gelegt, weil ich auch so das Gefühl habe, dass es gerade mit der Musik sehr, sehr gut läuft. Und das funktioniert einfach nicht, wenn man Tochter, Studium, Musik und halt noch Leben hat. Ja, Genau. klar. Die Tochter, wie alt ist die denn? Die ist 3,5. Die wird im August 4. Dann kriegt die ja schon ein bisschen was mit von der Musik, oder was der Papa so macht. Ja, die hat tatsächlich letzt gesagt, weil ich immer zu ihr sage, so, ja, ich gehe jetzt arbeiten zum Jonas. Dann hat sie auch gesagt, so, wenn ich groß bin, will ich auch mit dem Papa zum Jonas arbeiten gehen, weil sie weiß, dass das Musik ist. Okay, also musikalisches vorbelastet dann sozusagen, genau, richtig. Ja. Ja, und bei Jonas, du mit dem Studio, das kommt natürlich vom Vater her, oder? Wenn du ja sagst, ihr seid ja alle vorbelastet ein bisschen. Total. Also mein Vater ist Profimusiker, der macht das jetzt schon sein ganzes Leben und hat einfach, also ist Pianist, hat super viel in Livebands gespielt, hat aber auch viele Jahre als Produzent gearbeitet. Und so durfte ich dann hier unten in den Keller, in die heiligen Hallen mit 15 mal reinschnuppern, habe die ersten wirklich schlechten Produktionen gemacht, aber man verbessert sich ja immer mehr. Und seit 2019 ja, produziere und arrangiere ich halt den ganzen Kram von unserer Musik. Also darauf stehen wir auch so ein bisschen, dass wir das alles im Team zu zweit zusammenhalten. Natürlich hilft mein Dad manchmal mit so Mixing und Mastering-Sachen, aber wenn man selber komplett alles von Start to Finish macht, weiß man halt genau, wie das Endprodukt aussieht und das ist halt uns super wichtig und macht auch sehr viel Bock. Ganz genau, das sieht, klingt gut. Wie entstehen dann bei euch so die Songs? Wie kommen die Ideen zustande? Wer trägt was dazu bei? Also am Anfang schreiben wir meistens getrennt voneinander. Das ist irgendwie so Ja. unser Ding. Wir haben da so, wir sind immer ganz gut so den Entstehungsprozess alleine zu Beginn, aber immer nur so kleine Parts, die schicken wir uns dann zu und dann treffen wir uns schnellstmöglich und beenden das zusammen. Also es fängt immer, meistens fängt es alleine an, dann beendet man das Ganze zusammen. Und dann wird es in der Bandprobe nochmal besprochen, damit man so schauen kann, wie wirkt es live, funktioniert das live so Genau. und dann bequatschen wir. Also es ist alles Teamwork. Zuerst Solo, dann Duo, dann Band. Okay. Und den Song für den ESC, den habt ihr ja schon, glaube ich, ein bisschen früher geschrieben. Der war schon früher fertig, ne? Genau, den haben wir im Sommer letzten Jahres geschrieben. Und da war es eben eigentlich genau so, wie der Mael es gerade beschrieben hat. Also der Mael hat den Pre-Chorus geschrieben, ich darauf den Chorus. Und am gleichen Tag hatten wir halt Bandprobe und haben einfach gecheckt, yo, was können Instrumente und so machen?
weil wir einfach immer checken wollen, ob es live gut kommt. Wir sind absolute Live-Musiker, das ist das Allergeilste für uns. Und wir wollen auch immer, dass alles live spielbar ist, auch wenn es elektronisch auf den Aufnahmen ist. Und deswegen war es uns auch super wichtig, dass wir mit unseren Jungs in Berlin dann die Inszenierung machen, sprich mit unserer Band dort auftreten beim ESC-Vorentscheid, weil die auch ein großer und wichtiger Part des Songs sind. Genau, das wäre jetzt nämlich gleich die nächste Frage dann gewesen. Wie tretet ihr auf? Also du hast ja jetzt gerade schon beantwortet. Mit Bands oder mit Band, mit euren Auf Jungs, jeden genau. Fall. Ja. Wie viel seid ihr dann auf der Bühne? Also normalerweise sind wir zu sechst. Beim ESC sind wir nur zu fünft, weil uns beim Vorentscheid jetzt irgendwie nicht mehr erlaubt wurde. Okay. Aber das sechste Mitglied ist natürlich trotzdem dabei. Also steht dann vor der Bühne, dann machen wir Party mit ihm. Okay. Aber wir sind Drummer, Bassist, der Jonas ist ja Gitarrist, dann Jonas Vater, der Pianist ist, der ist da mit dabei und dann halt ich noch, also Ja, fünf. 5 Stück, genau, richtig. Ja, nee, wird eine tolle Sache und das, wie gesagt, alles mu muss es live sein, wird live gespielt, komplett beim Vorentscheid. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Also, halt Das, Playback halt wie ja. beim ESC. Die Band muss sozusagen faken. Ich muss mit meiner Gitarre eventuell auch faken. Wobei, eventuell kann ich mit dazu live dudeln, aber der Gesang ist natürlich live. Der ist dann Ich live, glaube, dann. das ist einfach der Einfachheit halber, weil es im ESC genauso ist, gemacht. Wir hätten uns natürlich gewünscht, auch live das Ding zu zocken. Ja, klar, das, also es gab ja, glaube ich, auch schon damals in der Vergangenheit solche Wettbewerbe, wo wirklich mit Orchester und allem drum Ja, und dran musiziert wurde, ne? Ganz total, genau. ja. Aber da hieß es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da war es noch der, wirklich der Grand Prix Eurovision de Der la Grand Prix, Chanson und wie ja. auch immer. Ne? Ganz genau. Ja, Ja, jetzt genau. müssen wir natürlich noch ein Thema mal ganz kurz anschneiden, was ja, glaube ich, die große ESC-Fangemeinde ein bisschen die Auswahl nicht so ganz einverstanden ist. Wie seht denn ihr das Ganze eigentlich? Die Petition, die da mit diesen Eskimo Cowboys da läuft. Also, ja, sag du zuerst mal. Ach so, also wir sind beide auf jeden Fall so drauf. Wir hätten die Boys von Eskimo Callboys gern dabei gehabt. Also wir sind überhaupt nicht in diesem Competition-Gedanken. Wir hätten die gern kennengelernt und dann hätte es auch nicht so diesen ganzen Stress gegeben und so weiter. Und dann entscheidet halt letzten Endes entscheiden ja sowieso die Zuschauer. Und wenn die dann gefahren werden, ey, wir hätten mega mitgefeiert und mitgefiebert. Wenn jemand anders gefahren wäre, halt auch. Und deswegen, ja, ist ein bisschen schade, aber wir können halt beide auch so ein bisschen den Unmut verstehen, dass man halt, dass dieser Metal, sag ich mal, Metal, Hardrock, Schlager, Mischung da von denen, dass die natürlich was sehr, sehr Besonderes ist und dann den Unmut verstehen, weil die halt natürlich auch eine riesige Fangemeinde in ganz Europa haben, dass sie nicht dabei sind. Also, aber Yes. wir sind positiv drauf, wir haben Bock, unseren Kram zu machen und Musik ist ja was Subjektives und das kann halt nicht allen Leuten gefallen. Muss Nee, es das ja auch ist ganz nicht. klar. Das ist ganz klar. Ja. Und das ist ja auch gut so, ne? Ja, ich Lass die meine, Gesch am Ende des Tages geht es ja nur darum, auch im Vorentscheid einen geilen Abend zu haben mit nicer Musik. Und wie gesagt, wir hätten super gern die Eskimo Callboys kennengelernt, auch vor allen Dingen, und mit denen einen geilen Abend verbracht, so. Aber am Ende ist das nicht unsere Entscheidungskraft. Klar. Und ja, eventuell ist es ein bisschen schade, dass es unter so einem ganzen negativen Schwall ist, wobei sich das ja jetzt auch gelegt hat und Eskimo Callboys sich ja auch nicht auf die Künstler oder so oder die Acts gestürzt haben, sondern halt so ein bisschen sich beschwert haben gegenüber dem NDR. Und wir können das total verstehen, denn die wären ein absolut cooler Act gewesen für den ESC. Ist ja ein besonderer Wettbewerb auch. Richtig, richtig. Jetzt sind natürlich viele Kommentare unter den deutschen Beiträgen drunter, die eigentlich die deutschen Beiträge gar nicht mehr unterstützen, so richtig wirklich. Gerade in diesen Fanforen, ne? Ja.
Ja. Das ist ein bisschen komisch. Schade drum, schade drum, genau. Aber ihr habt eine große Aber kann man nichts Fangemeinde ändern. auch, oder? Ihr habt ja auch eine große Fangemeinde, die da Also, euch dann unterstützen werden, ne? ja, wir haben, man muss sich natürlich immer mit Kritik auseinandersetzen, ne? So ist es nicht. Genau. Aber damit es einen selbst einfach nicht so belastet, weil es ist ja wirklich schon, ab einem gewissen Punkt ist ja eine Belastung da, wenn man sich einfach in seiner Bubble bewegt. Also so nur mit den Leuten, die uns folgen und die uns auch schreiben, dann haben wir echt durchweg positive Rückmeldungen zu der Bewerbung bekommen, auch von Leuten, die schon vorher dabei gewesen waren oder von Leuten, die dazu kamen. Und das muss man halt immer auch dagegen stellen, ne? Natürlich gibt es Kritik und negative Kommentare, und wenn sie konstruktiv ist, auch eine Daseinsberechtigung. Richtig, richtig. Aber man muss halt immer gegenüberstellen, es gibt auch einige, die es feiern. Und zwar auch die anderen fünf Acts. Ganz klar, ganz klar. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich von den bisherigen Interviewpartnern, die ich da hatte, also es war die Felicia schon da und auch der Eros Atomos, die haben alle Ja. ganz kurz mal ihren Song mal angeteasert. Habt ihr auch die Möglichkeit? Oder überfalle ich euch da jetzt zu Oh. sehr? Wir hätten zusammen sein müssen jetzt. Das ist Okay, das ist problematisch mit der entschuldigt, das Latenz. geht, das ist Es okay. tut mir sehr leid. Wir verlinken in unserem YouTube-Beitrag auf alle Fälle über die Infocard, wo Sie nochmal euren Song mal hören können, die Fans. Das machen wir. Ganz genau. Super, vielen, Und vielen Dank. dann natürlich die Frage, wo kann man denn jetzt über euch noch ein bisschen mehr erfahren, die jetzt neu dazukommen, die sagen, ja, Mensch, wir wollen doch noch ein bisschen mehr erfahren, auf welchen Social-Kanälen seid ihr anzutreffen? Ich glaube, am besten repräsentieren wir uns, wie wir sind, von unserer Art her auf Instagram, weil wir da auch am aktivsten sind. Aber am Ende des Tages, um uns wirklich, wirklich kennenzulernen, kann man auch einfach unsere Musik hören, denn die beschreibt unser Leben. Sehr gut, sehr gut. Also, euer Titel nennt sich I Swear to God. Ne? Ich schwöre auf Gott, oder so übersetzt. Genau. Und natürlich dann zu hören, zu sehen am 4. März, da seid ihr, beim Vierten, Vorentscheid, genau. Beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest für Deutschland. Und dafür drücke ich euch dann ganz, ganz fest die Daumen, dass vielen, das vielen was Dank. wird. Was, wie gesagt, was kommt nach dem ESC? Was kommt da danach? Wir haben es schon erwähnt, ihr seid auf Tour dann, ist geplant, aber was gibt es tonträgertechnisch? Ist eine CD Es gibt geplant? einiges. Wir Da waren ist einiges geplant. fleißig. Genau, wir waren fleißig. Wir sind auch in den Startlöchern für Musik, die rauskommt. Je nachdem, ob es im März jetzt gut ausläuft oder gut kommt oder schlecht. Oder beziehungsweise nicht schlecht, aber dass wir es halt nicht packen, sind wir absolut ready, monatlich irgendwie Songs rauszuballern, um diese halt auf der Tour am Ende des Jahres alle zu grölen. Wir brauchen ja noch ordentlich Musik, die wir rauspumpen müssen, damit wir ein cooles Live-Programm füllen können, damit die Leute die Songs auch schon kennen. Sehr gut. Also, dann haben wir doch schon ein bisschen was erfahren und ich hoffe, wir können euch in Turin erleben. Da warten wir mal ab den 4.3. Genau. Genau, Also, warten wir einfach mal ab. dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und wie gesagt, jetzt hat es doch noch funktioniert, auch wenn der erste Anlauf heute früh, also wir haben ja jetzt aufgezeichnet, aber ursprünglich wollten wir es ja schon am Vormittag machen, mit Interviews vollgeballert war. Naja, that's life. Leid, sorry. Kein Ding, kein Alles Ding. klar. Okay, euch alles Gute, viel Erfolg und Ja, vielen, vielen hoffentlich bis Dank bald. Wir für bleiben in deine Zeit. Kontakt. Gell? Ja, Okay. danke schön.